keine Rottfähigkeiten. Wow. Hallo. Was ist denn hier los? Große Boss-Arena. Keine Möglichkeit, mich zu heilen. Nur das. Cute. Der Rottgott. Exactly zero damage. Oh boy. Das ist auch was Neues. Normalerweise nimmt dir das Spiel die Fähigkeiten so nach Tutorial weg und hier nehmen sie dir die beim Endboss weg. Cool. Auch interessant, wie du doppeltes Schild hast.
Nur so noch ein paar Schwachstellen. Ich habe eher auf der rechten Seite eine gesehen. Oh, links sind auch ganz viele. What is this shit? Excuse me? What? Ich meine, das ist ja storytechnisch, ne? Eine ganz lustige Idee, die die hatten, aber umsetzungstechnisch ist das eine Katastrophe. Besonders das ist quasi mandatory. Fun Fact, das Spiel hat mir bis heute nicht beigebracht, dass ich das eigentlich kann. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was abgeht.
Hä? Muss ich zuerst alle 10.000 Ads töten, oder was? Ja, anscheinend muss ich zuerst 20.000 Ads töten. Okay, da muss er mal drauf kommen. Was? Warum? Ja, aber wann? Hä? Oh, jetzt. Das ist so mega random. Toshi, was hast du ausgefressen? Erzähl. Kummerkasten, Gena. Bis hier. Our ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village. Gave us life. Strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Our home was crumbling, and the people looked to me for answers. Nee, KKK ist Kenas Kummerkasten. You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine. They are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this.
should drive it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. Das ist aber nicht nett. Why are you punishing us? Why? What did we do? Answer me. How many people must It's so cute. Why? Tell me. Don't turn your back on me. Listen to me. Oh. Jetzt macht das auch Sinn, was du im Bossfight machst. Okay. Zajiro once told me change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? So ungefähr alle, die du getötet hast. So ziemlich genau. I'm sorry, Toshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Natürlich ist der... Okay. Mir selbst.
Goodbye, little friend. Das Vieh sieht so cool aus. Ich sehe tote Menschen. Und die Animationen in dem Spiel sind halt saugut. Art Direction 10. Animations 10. Difficulty Pacing, uff. Difficulty Pacing ist interesting. Da fehlt gefühlt ein Schwierigkeitsgrad zwischen. Weil es ist halt. Entweder es ist zu easy oder es ist einfach spielperfekt. Dazwischen ist nichts. Ich weiß auch nicht, warum man... All samples recorded with permission. Aha. Gut, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal in irgendeinem Kirby- oder Yoshi-Spiel gehört. Vielleicht ist es einfach das Instrument. Credits skippen. Will ich die Credits skippen? Jetzt skip Credits. Meisterschwierigkeit freigeschaltet. Nein, danke. Keine After-Credits hier, nichts, ne? Huh. Ist ein schönes Spiel. Aber weiß ich nicht, Combat ist merkwürdig. Das ist das Beste, was mir dazu einfällt. Einfach nur merkwürdig. Wenn ich ein Grind mit dem Spiel habe, dann ist es wirklich der Combat-Aspekt. Weil alles fühlt sich
Das Ding ist halt auch, warum... Das ist halt so richtig, richtig undurchsichtig. Du denkst so, hey, das ist normal. Aber das fühlt sich nicht an wie normal. Das fühlt sich an wie Dark Souls. Mit janky Controls. Keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Rottfähigkeiten laden sich nur auf, wenn du Schaden verursachst. Ja, cool. Interessant. Was passiert, wenn ich jetzt auch weiter drücke? Wo komme ich denn da aus? Oh, das ist einfach Teleport und das wäre Ending, ja? Muss ich die Schwierigkeit gerade an hier ändern? Habe ich nicht noch einen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet? Weird. Weird. Ich vermute mal, das ist jetzt so Completion-Kram. Ich glaube, den größten Gripe, den ich mit dem Spiel habe, ist... Ich glaube, der zweite Schwierigkeitsgrad wäre okay. Wenn du das Gefühl hättest, dass du stärker werden würdest. Du kriegst einfach nur mehr Tools. Aber es fühlt sich nicht so an, als ob du stärker wirst. Kannst du 9 nur bei 9 bei New Game? Okay. Hm. Weil. Ist ein nettes Game. Wie lange habe ich das gebraucht? Gestern glaube ich 6 Stunden, heute 4 oder ungefähr 10 Stunden. Das Lustige ist, ich habe irgendwo gelesen, so zwischen 8 Stunden. 8 Stunden ist normal. Und ganz ehrlich, 8 Stunden ist glaube ich... Also das ist das eine Mal, dass ich gespeichert habe. Ja, der beschreibt wahrscheinlich meinen Autosave dann. Einfach, da kann man das nicht ganz einfach... Moment. Weil ich wüsste gern, was die Beschränkungen für Master-Dingsy sind. Mut geht verloren, wenn du Schaden nimmst. Feinde sind noch aggressiver. Ach, leck mich doch. Das klingt sadistisch as fuck. Also, ich lese das nur und in meinem Kopf habe ich schon mehrere Szenarien, wo mir das wahrscheinlich super auf den Sack gehen würde. So Situationen wie, hey, ich würde gerne zum Heal laufen und den benutzen. Wenn du währenddessen getroffen wirst, verschwindet dein Mutding unten und du kannst dich nicht mehr heilen. Uff. Weiß ich nicht. Muss das sein? Ja, keine Ahnung. Echt kein Plan. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu knatschig bin, was den Schwierigkeitsgrad angeht, oder ob I don't know. Also ich habe das Spiel jetzt auf Story fand ich es zu einfach. Aber auf dem anderen ist es halt... Finde ich es frustrierend. Also auf dem anderen Schwierigkeitsgrad finde ich das Ding echt frustrierend as fuck. Aber ja. Das war keiner.